Lyon, die 28-jährige Franco-Kanadierin aus Quebec, hat, wie der Umsatz beweist, zurzeit die wahrscheinlich beste Stimme der Gegenwart. Schon vor den Olympischen Spielen verkaufte sie bereits 15 Millionen Alben. Als Nesthäkchen einer fruchtbaren Familie kommt der Nachzügler groß raus. Meine Eltern hatten 13 Kinder, dann sagte meine Mutter, genug ist genug, jetzt ist Schluss. Ich will raus, ich möchte arbeiten und neue Leute kennenlernen. Lange Rede, kurzer Sinn, sie wurde schwanger. Und hier bin ich. Und ich bin sehr glücklich, hier zu sein, weil ich eine super Zeit habe. Den Nachzüglerstatus hat sie allerdings nur in der Familienchronik. 88 gewann sie den Grand Prix d'Eurovision für die Schweiz. Ihr großer Durchbruch kam allerdings erst 4 Jahre später, als ihr die Disney-Studios anboten, den Titelsong für den Zeichentrickfilm Die Schöne und das Biest zu singen. I think Beauty and the Beast started my whole career. It started everything. All the doors started to open and Die Schöne und das Biest war der Anfang meiner Karriere. Es öffneten sich mir alle Türen, Angebote, Projekte, wunderbare Songs. Alles lief großartig, das Singen mit Peebo Bryson, einen Grammy für den Titelsong. Es war wunderschön. Und wie ist das Stimmwunder privat? Eher die Schöne oder eher das Biest? Manchmal benehme ich mich wie die Schöne, manchmal wie ein Biest. Jeder ist so. Wir haben alle mal gute, mal schlechte Tage. Celine wird oft mit einem anderen Stimmwunder verglichen, Mariah Carey. Anscheinend haben sie ein nicht so gutes Verhältnis zueinander. Konkurrenz? Wir kennen uns nicht sehr gut. Ich habe keine Probleme mit Mariah Carey, Whitney Houston, Barbara Streisand. Mit niemandem. Da gibt es keine Probleme. Plant sie auch 14 Kinder, so wie ihre Eltern? Mein Mann und ich üben schon. Wir hätten sehr gerne ein oder mehrere Kinder, so viel wie möglich, wie auch immer. Wir werden es sehen. Aber nicht 14, aber Kinder will ich unbedingt. We'll see, I don't know. But definitely not 14 for sure, but I would love to have some children. Sängerin Mariah Berenson taucht regelmäßig bei den Schauen auf. Genauso